Jedes neu eingerichtete Aquarium durchlebt in den ersten 3 Monaten die sogenannte Einlaufphase. Diese Phase ist nötig, um das Aquarium biologisch zu stabilisieren. Das bedeutet, dass während dieser Zeit sich alle Bakterien und die Mikrofauna und Flora des Aquariums aufeinander abstimmen und zu einem Gleichgewichtszustand kommen. Besonders gefährlich an dieser Zeit ist der sogenannte Nitritpeak. Der entsteht, wenn die ersten Bakterien noch nicht komplett da sind und dadurch Zwischenprodukte des Stickstoffabbaus auftreten. Diese Einfahrtzeit ist auch eine Zeit des Wartens und der Geduld. Meist kann man es gar nicht abwarten, bis der erste Besatz ins Aquarium kann, sei es Fische, sei es Wirbellose. Aber von allen Seiten hört man, dass man zumindest den Nitritpeak hinter sich gebracht haben muss, bevor der Besatz folgen kann. Muss man denn wirklich so lange warten? Der Handel bietet diverse Hilfsmittel, um die sogenannte Einlaufzeit zu verkürzen bzw. zu vermeiden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Präparate, die konservierte Bakterien enthalten sollen. Was im frisch eingerichteten Aquarium bis zum Nitritpeak passiert, habe ich in einem separaten Video schon besprochen. Das Video findet ihr hier. Kurz gesagt, im Aquarium, vor allem im Aquariumboden, entwickeln sich zunächst die sogenannten Denitrifikanten. Das sind Bakterien, die das im Wasser vorhandene Nitrat zu Nitrit bzw. Ammonium reduzieren können. Wenn die Stufe beim Ammonium angekommen ist, entwickeln sich die Nitrosomonas-Bakterien. Das ist die erste Stufe der Nitrifikation. Diese verwandeln Ammonium in Nitrit. Parallel entwickeln sich Nitrobacter. Das sind die Bakterien der zweiten Nitrifikationsstufe. Diese machen aus Nitrit Nitrat. Im Gegensatz zu den weitaus meisten anderen Bakterien vermehren sich die Nitrifikanten wirklich sehr, sehr langsam. Das liegt daran, dass sie eine sogenannte autotrophe Lebensweise haben. Das bedeutet, dass sie sich ausschließlich von anorganischen Stoffen ernähren. Diese Ernährungsweise ist nicht sehr ergiebig und deshalb ist die Vermehrungsrate dieser Bakterien auch äußerst gering. Bis die Nitrobakter sich ausreichend vermehrt haben, entsteht der sogenannte Nitritpeak. Der fängt in der Regel nach der ersten bzw. zweiten Woche an und dauert in der Regel 1 bis 2 Wochen. Und hier kommen diese sogenannten Starterbakterien ins Spiel. Dabei wird uns von den Herstellern suggeriert, dass es sich bei diesen Bakterienpräparaten um konservierte Nitrifizierer handelt. Dem ist aber definitiv nicht so, denn diese lassen sich nicht konservieren. Ja, was ist denn sonst in diesen Starterpräparaten? In den meisten Präparaten sind Enzyme enthalten, das sind Biokatalysatoren, die teilweise in der Lage sind, die Arbeit der Nitrifikanten zu umgehen und letztendlich damit sogar die Vermehrung dieser zu behindern. Weiterhin enthalten diese Präparate konservierte Bakterien. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um Milchsäurebakterien handelt, die nur sehr kurzzeitig im Aquarium funktionieren und mehrfach nachdosiert werden müssen. Tatsächlich erwecken diese Präparate den Eindruck, dass sie die Aufgabe der Nitrifikanten übernehmen können, weil das Nitrit damit deutlich verringert wird und man den Eindruck erhält, man kann gefahrlos Fische in das Aquarium einsetzen. Letztendlich können diese Starterpräparate jedoch die echte Einfahrtzeit nicht ersetzen. Sie können lediglich die Symptome der Einfahrtzeit beseitigen bzw. reduzieren. Die tatsächlichen Filterbakterien und die Mikrofauna des Aquariums, besonders Einzeller, Würmer, Mikrokrebse, benötigen ihre Zeit, um sich im Aquarium in ein Gleichgewicht zu bringen. Mit den Starterpräparaten wird dem Aquarianer lediglich vorgegaukelt, dass bereits ein ausreichendes Gleichgewicht vorhanden ist. Tatsächlich braucht dieses Gleichgewicht 10 bis 12 Wochen mindestens. Und bis zu dem Zeitpunkt bekommt ein Aquarium auch diverse Algenprobleme und möglicherweise Probleme mit Fischkrankheiten, egal ob jetzt diese Präparate verwendet wurden oder nicht. Meist sogar, wenn man sie verwendet, können sich diese Probleme länger hinziehen. Ich persönlich verwende diese Starterpräparate grundsätzlich nicht. Mir ist eine gesunde Mikrofauna und Flora im Aquarium wesentlich wichtiger als eine scheinbare Sicherheit, die mir erlauben könnte,
meinen Besatz frühzeitig ins Aquarium zu setzen. Dass es allerdings auch auf natürlichem Wege schneller geht, zeige ich in meinem Video zum filterlosen Aquarium über den verkürzten Nitritpeak. Das Video findet ihr hier. Mein Fazit: Man kann diese Starterpräparate zwar verwenden, sie tun letztendlich auch ihren Dienst, aber man verlangsamt damit die natürlichen Prozesse und verlängert die Phase der typischen Probleme in der Einfahrtzeit. Ich rate von der Verwendung solcher Präparate ab und empfehle zur Beimpfung mit natürlichen Bakterien die Verwendung von Mulm bzw. gebrauchtem Filtermaterial aus einem eingefahrenen Aquarium. Oder einfach Geduld und das Durchstehen der natürlichen Abläufe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse bitte ein Like, abonniere den Kanal und wenn du Fragen hast, nutze bitte die Kommentarfunktion. Vielen Dank für dein Interesse.